Hallo und ein ganz herzliches Willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Train Simulator 2017, Folge 184. Wir befinden uns auf der wunderschönen Strecke im Köplitzer Bergland V3 Reloaded. Und wir fahren heute die Baureihe V180. Ex-Deutsche Reichsbahn 118 Leuna oder auch genannt Leuna 205, wenn ich jetzt richtig liege, von The Onkel D ist es. Und hier der wichtige Hinweis: dieses Fahrzeug ist noch eine Beta-Version. Das steht auch überall drauf, auf Raysim, nur raysimulator.net und auf raysim.de, dass das Ganze noch eine Beta ist und dass es noch zu einigen Fehlern vorkommt. Ich möchte euch dieses Fahrzeug trotzdem vorstellen, weil ich finde das Fahrzeug einfach genial, weil ich mag solche diese Loks und die stehen auch, glaube ich, noch ein Stassfurt rum. Und ich hatte mal die Gelegenheit gehabt, und zwar stand mal die 180 die 118 stand nämlich mal bei uns am Bahnhof und ich habe da mal zwei Bilder gemacht. Kann ich euch gerne mal zeigen. Gut, YouTube, OBS, ich hasse dich dafür. Ja, eigentlich sollte man das Ganze sehen, aber vielleicht wird das zweite Bild was. Ernsthaft, Position, Größe, an den Bildschirm anpassen. So, jetzt haben wir es doch. So sieht das aus. Ich finde dieses Lok einfach geil. Ne? Die stand da nämlich, das war noch im Jahr 2015. Und ja, ich finde halt dieses Fahrzeug einfach mega affengeil. Und momentan haben wir es jetzt auch im Train Simulator als Beta-Version. Und hier noch einige technische Daten über die Leuna 205. Und zwar wiegt das, also die Leuna 205 wiegt insgesamt 95 Tonnen, hat eine Länge von 19.460 mm, Leistung 2x883 kW, also insgesamt 1224 PS hat das Fahrzeug. Und die Höchstgeschwindigkeit beträgt 100 km/h. Ja, damit wir eine schöne Fahrt haben können, habe ich jetzt hier eine Standardaufgabe kopiert und ein bisschen bearbeitet. Und zwar ist das eine Sonderfahrt gewesen im Winter, die wir bei der EKB V3 Reloaded Themenwoche hatten. Und mit der werden wir jetzt auch fahren. Das heißt, wir müssen einmal hier vor, dann wieder zurück und hier ankuppeln. Auch mit dabei die wunderschönen Real Peoples. Die beschweren sich schon, wo bleibt das Fahrzeug? Ich komme hier gleich. Dazu habe ich auch noch den Fahrplan hier rausgenommen. Weil, ist halt besser so. Dann haben wir genügend Zeit. Und ja, schauen wir uns mal das Fahrzeug an. Aber wir fahren erstmal raus. So, ja, wie gesagt, Beta. Ich werde gleich das Licht hier einstellen, weil wenn ich es über H mache, wäre das nicht so richtig. Und das ist, ja, ist halt ein bisschen buggy. Deswegen drücke ich einmal hier drauf und das reicht. So, dann werden wir mal rausfahren. Komm, mal pfeifen. Ne? So. Alles klar. Gut, schauen wir uns das Ganze mal an. Ne? So sieht das Schmuckstück aus. Wie gesagt, es ist noch eine Beta.
Also bitte jetzt nicht im Forum oder so schreiben, ja, das Fahrzeug hat Probleme und dies und das, das ist alles bekannt. Ich finde das Fahrzeug richtig geil. Also Respekt. Hier haben wir noch ein paar Daten. Gewicht der Lok 93,4 Tonnen. Bremsbauart. Eine VEB, also von Verkehrseisenbahnbund Leuna Werke, glaube. Bremsgewicht und vieles mehr. Dann haben wir hier. Sieht eigentlich nicht schlecht aus, muss ich sagen. VEB Leuna Werke Walter Ulbricht 205er. Sehr schön. So, haben wir hier noch die Seite. Sehr schön aus. Muss man ehrlich sagen. Die kannst du auch sehr gut im KI-Verkehr einsetzen. Also wenn du die als KI mit einsetzt, da freust du dich immer wieder, wenn so ein Fahrzeug dir entgegenkommt. Das erinnert einen von früher. Sehr schön. So, steigen wir mal ein. Ja, so sieht es von innen aus. Wir haben verschiedene Kameraperspektiven. Siphon PCB ist, glaube ich, noch nicht in Funktion. Stört aber soweit nicht, weil, wie gesagt, ist es noch eine Beta. Und ja. Wir haben zwei verschiedene Kameraperspektiven. Und ja. Was haben wir hier alles? Texturen sind top. Temperatur, Motordrehzahl, Temperatur, Batteriestrom, Batteriespannung, Wassertemperatur. Richtig cool. So, dann haben wir hier auch hier PCB. Wie gesagt, nicht in Funktion. Wie gesagt, es ist halt noch eine Beta. Ich könnte das hier bedienen. Hier haben wir das Ganze für die PCB. Also die Texturen gefallen mir. So, was haben wir noch? Ja, Bremse und alles, was das angeht, müsst ihr mit der Tastatur bedienen. Auch hier den, ihr wisst schon, was ich meine. Auch den Vorwärts-Rückwärts-Schalter. Nur mit Tastatur. Ich denke mal, dass es kein Problem für euch ist. So, das ist hier die Lokbremse. Und das ist hier die, ja, wie gesagt, die, ne? Die normale Bremse. So. Dann haben wir hier oben noch eine Lampe. Fürs Licht ist natürlich auch noch ohne Funktion, ist klar. Gut. Wollen wir mal vorfahren, ne? Die Fahrer jetzt nicht so lange warten lassen. Ja, in der nächsten Folge geht es dann auch weiter mit Fahrzeitvolumen 30 Jubiläumsausgabe. Das ist jetzt einfach mal so eine Zwischenfolge, um euch mal zu zeigen, wie das Ganze aussieht.
Scheibenwischer ist auch noch ohne Funktion. Ich weiß auch nicht, ob jetzt hier unbedingt auch Regentropfen drauf fallen. Das weiß ich jetzt nicht. Und ja. So. Dann warten wir es mal ab. Aber es gefällt mir das. Ne, es gefällt mir. Das Fahrzeug passt doch perfekt zu dieser Strecke. Rangieren Sie nun langsam zurück zum Gleis 2 und kuppeln Sie die bestehenden Rekowagen an. Jo. Ja, warum dieses Szenario? Ganz einfach, da es sowieso eine Dampfsonderfahrt ist mit den schönen alten Wagen. Deswegen passt es mit der Lok. So, dann wollen wir mal zurückfahren. Und kuppeln dann gleich auch an. Tacho funktioniert ja, seht ihr ja. Also hier. Dass das Ganze jetzt hier noch so wackelt beim Fahren, wie hier so. Oder so. Also es wird... Das ist normal, es ist halt eine Beta und da wird noch einiges angepasst später. So. Wollen wir mal aussteigen und das Ganze ankuppeln? So, das wäre geschafft. Öffnen Sie nun die Türen und lassen Sie die Bahnfans einsteigen. Planmäßige Abfahrtzeit ist um 11 Uhr. Schon lange vorbei, aber egal. So. Steigen wir mal wieder ein hier. Zack. Vielleicht auch ein schönes Thumbnail machen. Museumsstellwerk, Hosfin. Guten Morgen, Kollege. Es kann losgehen. Du erhältst Abfahrtserlaubnis via Tab. Dein nächster Halt ist Wildervenn. Gute Fahrt. Jo. Husfen. Eigentlich gut aus das Bild. Zack. So, dann wollen wir mal abfahren. Natürlich. Sauberspekt nicht vergessen, ne? Dann können wir unsere Fahrt losgehen. Gleich dürfen wir auch 60 km/h fahren.
Link zum Download findet ihr in der Videobeschreibung. Ne? Hallo, liebe Da stimmt jetzt nicht, aber egal. Sieht doch geil aus, oder? Das sieht doch mega geil aus hier. Wenn man so runter gucken kann, herrlich. Das Sandsteuer, die Taste, wenn man die betätigt. Hier. Ich hab mal richtig den Sound, wenn man so guckt. Aber das wird man später bestimmt auch hier von hier aus hören. Ja, aber wie gesagt, alles noch Beta. Also ganz ruhig bleiben. So, nächster Halt Wildhaven. Jetzt eine Ansage kommt, weiß ich nicht. Zum nächsten Halt. So, wir haben Langsamfahrtankündigung. Das heißt, vor uns ist dann Halt erwarten. HP0. Da ist das Signal. Aber trotzdem noch gut gehalten, ne? Reicht doch. Ich glaube nicht, dass welche aussteigen wollen. Leute, was macht ihr hier drin? Ich möchte nicht wissen, was da drin abgeht. Ich meine, guckt euch das mal an. Eieiei. Ich möchte nicht wissen, was da drin abgeht.
Es ist eine reine Schaukelpartie hier. Was machen die Fahrgäste da drinne? Ich möchte es nicht wissen. Ich möchte es wirklich nicht wissen. Ich glaube, ihr wollt es auch nicht wissen. So, nächster Halt ist dann Wildau. Ist dann logischerweise auch unser letzter Halt. Wie gesagt, kurze Folge heute mal auch. Außerdem habe ich sowieso heute kaum noch Zeit, da ich noch für das Trainsimulator Spezial ein paar Vorbereitungen mache. Wenn die Folge draußen ist, ist ja schon die Spezialfolge vorbei. Also die kam ja praktisch gestern. Und ja, sind halt Vorbereitungsarbeiten, deswegen heute mal nur eine kleinere Folge. Aber ich denke mal, das ist auch kein Problem für euch. Ja, da ist etwas schief gegangen. Das ist bestimmt, lag bestimmt daran, dass ich die Aufgaben jetzt ein bisschen durcheinander gebracht habe. Ist halt leider so. Ne, passiert. Für die Facebook-Freunde, ne? Sind ja viele auf Facebook. Die Bilder findet ihr übrigens auf Facebook. Wenn ihr sie herunterladen wollt, könnt ihr gerne machen. Ne? Von mir aus könnt ihr die auch als Hintergrundbild nutzen. Es ist euch überlassen. So, wir sind auch nicht zu schnell, das ist sehr gut. Ne? Weil wenn wir zu schnell sind, dann ist es auch nicht gut. Ist heute mal wieder so eine kleine Fotosession. Ich finde das Fahrzeug herrlich, also sieht geil aus. Sind zwar sehr viele Bilder jetzt gerade hier, ne? Aber was soll's?
Ja. Sollte Fotograf werden auf Trainsimulator, ne? So genug gemacht, weil da wirst du bekloppt, ey. Ist wirklich so, ey. Auf der Strecke hier kannst du so viele geile Bilder machen. Das ist Wahnsinn. Ja. Weil die Strecke einfach geil ist. Und dann noch dieses geile Fahrzeug noch dazu. Es ist herrlich. Wie gesagt, die ganzen Bilder landen alle auf Facebook auf TrainOmsi.tv. Könnt ihr gerne liken, die Seite. Dort findet ihr auch dann die Bilder. Die Bilder findet ihr unter den Beitragsdatum am 12, am 2. November. Wurden die ganzen dann veröffentlicht hier, die Bilder. Ihr habt dann die Zustimmung von mir. Ihr dürft die Bilder herunterladen, wenn ihr möchtet. Geht ja einfach bei Facebook. Und dann könnt ihr sie von mir aus als Hintergrundbild nutzen oder was weiß ich. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Bloß wenn ihr so irgendwo anders hochladen tut und ne, und da bitte ich euch, sagt nicht, guckt mal, ich habe Haufen Bilder gemacht, sondern schreibt einfach rein, Bilder von TrainOmsi.tv fertig. Ne, weil gibt ja Leute, die laden sich Bilder runter und laden sie dann erneut hoch und sagen dann hier, guck mal, ich habe tolle Bilder gemacht, obwohl sie von jemand anderem. Das ist einfach falsch, sowas. Sowas sollte man nicht machen. Ich denke mal, das hält ihr auch so und ja. So, wir sind angekommen. So, machen wir Motor aus. Vielleicht kriegen wir hier noch ein schönes Bild hin. So. Willkommen in Wildau. Soll ich euch mal was sagen, was auch geil wäre? Wo ich auch mal gerne hinfahren würde, ist nach Koblenz. Richtig in Koblenz Hauptbahnhof oder nach Wildau, wenn es einen Ort gibt. Ich denke mal, ja. Aber nach Koblenz würde ich Oma gern hin. Wartet mal. Das war ja hier weiter oben, ne? Oder irre ich mich? Hä? Wartet. Ich muss mal kurz das nachgucken. Quatsch, 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 Quatsch. Nach Köblitz, Mensch. Oh. Nach Altenburg war das, glaube ich, wo ich mal hin wollte, ne? Weil mich interessiert sowas halt. Was man da von Leuten hört, was da für Fahrzeuge rumfahren, das ist schon mega. Ich krieg jetzt hier kein perfektes Bild hin. Ja. So. Zack. Ja, mein persönlicher Eindruck zu diesem Fahrzeug, es ist mega geil, das Fahrzeug. Es ist zwar noch eine Beta, aber ich finde das Hammer. Natürlich muss noch einiges gemacht werden, aber für eine Beta Respekt, also fahrzeugtechnisch, also es sieht Hammer aus und ich kann es jedem empfehlen. Wer jetzt sagt, nö, ich lade es mir nicht herunter, da mir die Beta noch zu sehr buggy ist und alles so, ne, der kann auch das ganze Fahrzeug als KI-Verkehr mit einbinden. Dann habt ihr halt auch eine schöne 205er, die euch entgegenkommt als KI-Zug und das sieht dann auch mega geil aus. Ne? Also Download-Empfehlung auf jeden Fall. Installation ganz einfach. Ihr müsst ihn einfach nur über den Paketmanager installieren.
Und halt auch bitte die Readme lesen, was draufsteht. Und ja. Gut. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, auch wenn wir so eine Art Fotosession heute gemacht haben. Ja, es ist halt so, ne? Es ist typisch schwer um sich wie, aber wenn es mal was Geiles gibt, wo es geil aussieht, dann muss ich einfach losschießen, weil den Moment hast du nicht immer. Und ja. Wie gesagt, ich bedanke mich fürs Zuschauen. In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Fahrzeug Volume 30 Expert, deine Jubiläumsausgabe. Und ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Macht's gut, euer Trainer im CDV und euch noch einen schönen Sonntag. Tschüss!